Wir haben keine eigene Vertriebsstruktur oder Niederlassung im Ausland. Unsere Aufgabe ist es vielmehr, deutsche Kunden aufs internationale Parkett zu begleiten. Und das machen wir, indem wir europaweit und darüber hinaus Messestände für unsere Kunden realisieren. Und so gesehen kann man sagen, das Ausland, wir haben es nicht gesucht, sondern es hat uns gefunden. Keine eigene Auslandsstruktur zu haben, macht es nicht immer einfacher. Im Gegenteil, wir müssen für jedes Land, für jede Entsendung die aktuellen Melderegeln recherchieren. Und die können eben von Land zu Land sehr, sehr unterschiedlich sein. Die Internetrecherche ist für uns immer recht mühsam. Zum einen sind Informationen zum Teil veraltet oder schwer überprüfbar. Von daher hat sich für uns der direkte Draht zur Handwerkskammer bewährt. Dort bekommen wir eben die nötigen Informationen für unsere Anmeldungen und halt auch Klarheit, weil sie die entsprechende Erfahrung einfach in dem Bereich haben. Unsere Erfahrung ist, dass unsere Kunden sehr dankbar sind, auch ein deutsches Unternehmen an ihrer Seite zu haben. Im Messebau muss manchmal improvisiert werden und es müssen auf schnelle Lösungen gefunden werden. Und da ist es halt gut, wenn man die gleiche Sprache spricht. Und das meine ich nicht nur wörtlich, sondern auch im übertragenen Sinne. Wer ins Auslandsgeschäft starten möchte, der sollte sich rechtzeitig informieren. Dazu kann man zum Beispiel bei der Handwerkskammer anrufen und sich dort die Infos holen, die man eben für den Markteinstieg braucht. Und wenn man das im Vorfeld macht, dann ist der Markteinstieg eigentlich auch halb so schwer.